Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, dadurch, dass ja bald Halloween ist, dachten wir uns, wir machen mal ein richtig krasses Experiment. Und Freunde, wisst ihr, was Chrissy da hat? Chrissy, erzähl mal, was ist das? Also, wir haben hier 12 Kilogramm Trockeneis. Genau, und damit werden wir heute richtig krasse Experimente machen. Und Leute, passend zu Halloween hat Chrissy natürlich einen Kürbis fertig gemacht, genau. Denn damit wollen wir auch noch ein Experiment machen. Und ich würde sagen, das zeige ich euch jetzt mal. So Leute, hier hätten wir mal wieder Professor Chris und er ist richtig fleißig, denn Chrissy wird jetzt hier so einen richtig schönen Kürbis schnitzen. Wir haben hier zwei Stück für das Trockeneis-Experiment. Und hast du schon so ein Motiv ausgedacht? Ah, ich weiß noch nicht ganz. Also hier sind noch ein paar drauf, aber ich muss noch überlegen, welches ich jetzt genau nehmen werde. Okay, wichtig ist auf jeden Fall, dass es so eine Öffnung hat. Weil wir das nachher vielleicht so machen wollen, dass wir Trockeneis in den Kürbis reinmachen und dass dann hier so Trockeneis rauskommt, das wäre mir übelst sick. Und ich würde sagen, Chrissy schnitzt jetzt den Kürbis fertig. Genau, ja. Mit dem hier übrigens. Ja. Hier kommen die Kürbisinnereien rein und ich würde sagen, los geht's. Ich bin gerade fertig mit dem Aufstitzen. Wir gucken mal, wie er von innen aussieht. Jo. Okay Leute, jetzt werde ich den Mund aufmalen, weil ich schon richtig weit bin. Ihr seht, also ich habe schon gut ausgehöhlt. Und die Augen sind auch schon drauf und jetzt kommt noch der Mund. Ich habe mich jetzt auch entschieden, was ich für ihn machen werde. Ich werde hier so noch so einen coolen Zackenmund aufmalen. Du hast hier auch zwei Begleiter, ne? Ja genau, das sind meine kleinen Katzenfreunde. Hallo, och jo. Oh. Oh Leute, der ganze Mund ist raus. So Leute, ihr seht schon, der Mund ist jetzt draußen. Gleich werde ich noch ein bisschen den Feinschliff machen, sodass da diese komischen Zippeldinger da nicht mehr drin sind. Jo. Und ich freue mich schon richtig auf das Trockeneis. Ich bin richtig gespannt, wie das aussehen wird. Und ich würde sagen, jetzt geht's zum Experiment, ne? Okay, los geht's. So Leute, wir öffnen das Trockeneis gleich. Ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird. Ich habe es noch nie in meinem Leben gesehen. Ich auch noch nicht, Freunde. Und wir wollten euch noch sagen, auf jeden Fall macht es nicht zu Hause nach. Wir haben jetzt auch extra hier so Schutzhandschuhe, weil es echt gefährlich ist, Leute. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt aussieht. Ich würde sagen, aufmachen, ne? Jo! Oh, Leute, schaut euch das an. Guck, wie das schon rausdampft. Das dampft jetzt schon. Warte mal, mach mal ein bisschen was auf die Kelle. Okay, warte. Soll ich auch schon in die Schüssel? Nee, mach erst mal was. Jo. Leute. Ja, mach mal was in die Schüssel. Mach was in die Schüssel. So. Lol. Warte mal. Mach mal auf den Deckel. Oh. Und dann machen wir ein bisschen heißes Wasser rauf. Leute, was passiert mit dem Trockeneis? Okay, Freunde. Los geht's. Wir haben jetzt hier nur ein bisschen Trockeneis drin und da ist einfach das so viel drin. Und jetzt machen wir das erste kleine Experiment. Einfach ein bisschen heißes Wasser drauf. Von hier oben schön. Ah, nicht von so weit oben. Warte. Jo. Oh, lol. Lol! Gönne! Oha! Ey, Leute! Warte! Oha! Oh, wie das dampft! Leute! Oha! Jo! Oha! Jo, das wird richtig warm! Achso, ist ja auch heißes Wasser. Ja! Stell dir mal vor, das ist so wenig und wenn wir nachher so viel da reinmachen, 12 Kilogramm! Leute, das bläht sich richtig auf! Oh. Freunde, ihr dürft das auch nicht einatmen, weil die Gift. Ich weiß nicht, das soll nicht so gut sein. Leute, das hat schon mal richtig gut geklappt. Schaut euch das an und wie lange der Effekt auch anhält. Ja. Und Freunde, wir haben ja einen Pool. Und ich glaube, da werde ich jetzt mal zwei, drei Dinger reinmachen. Darf ne? ich das? Ja, du kannst. Chrissy macht das denn. So, Leute, ihr seht schon, ich habe erstmal nur ein paar, weil ich erstmal gucken möchte, ob das funktioniert. Ich würde sagen, das kommt jetzt schon mal in den Pool. Oh, seid ihr bereit, Leute? Okay. 3, 2, 1 und. Badams. Aber man, es funktioniert im Prinzip. Let's go! Oh. Oh. Leute! Krass, aber das geht direkt nach unten, ne? Oh. Leute, schaut mal, das alte Experiment. Was heißt alt? Das gefriert hier unten schon. Weil das Wasser hat sich jetzt richtig abgekühlt. Und ich würde sagen, wollen wir das in den Pool reinmachen? Nee. Leute, wir machen jetzt nochmal heißes Wasser raus und gucken, was passiert. Jo, ja, klappt nochmal. Dampf wieder. Es klappt einfach nochmal. Ey, wie cool, das heißt, man kann das mehrmals benutzen. Ist ja geil. So, Leute, ihr habt den schon gesehen. Das ist mein Kürbis, den ihr vorhin auch schon im Claim-Ausschnitt gesehen habt. Da werden wir gleich Trockeneis reinmachen. Dann heißes Wasser und wir hoffen dann, dass es hier so rauskommt. Ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird. Vor allem bei meiner Kunst. Okay. Oh, halt mal. Okay, drin ist. Okay.
Okay. Und jetzt machst du gleich Deckel drauf, okay? Ja. Okay, Deckel drauf, los. Wow, wie cool das rauskommt. LOL. Das sieht ja mega geil aus. Yo. LOL. Oh. Nachtelle. Das hat schon mal mega gut geklappt. Allein der Effekt, wenn du bekürbelst, schaut mal da hinten. Bisschen genau. Glück jetzt noch. Und ich würde sagen, wir haben jetzt hier ein kleines Blatt. Und das werden wir jetzt hier reinmachen. Und wenn wir Glück haben, wird das so gefrieren und total hart werden. Mal gucken, ob das klappt. Wir haben jetzt 2 Minuten gewartet. Dann will ich es rausholen. Ja, wir kippen das erstmal an. Okay. Das sieht schon mal krass aus. Schaut mal. Lol, das ist ja schon richtig ist echt weiß. Warte. Oh. Yo, es hat geklappt. Ey, das kriegen wir gar nicht raus. Okay. Oh, shit. Und jetzt musst du es zerschlagen. Zerschlag drauf. Richtig toll, Junge. Ja. Klappt doch ein bisschen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Experiment. Und zwar brauchen wir dafür wieder hier, um das mit Trockeneis zu machen. Und dann schwimmen wir das mit dem Tuch über, sodass hier so eine kleine Seifenblase entsteht. Dann wird es immer größer und dann geht es wieder kaputt. Klingt okay. Uninteressant, ist aber richtig geil, der Effekt, Leute. Ich würde sagen, wir brauchen eine kleine. Mach mal ein bisschen mit der Hand. Okay. Machst du ein bisschen? Ja, da rein einfach. Ja, genau, da rein. So. Dann wieder heißes Wasser drüber. Genau. Perfekt. So, und jetzt müssen wir das hier mit dem Ding irgendwie rüberziehen. So, Chrissy, bereit? Okay, Chrissy macht das. So, schön lang. Ja. Ah, Mann! Noch langsamer. Wir brauchen mehr Spülmittel, vielleicht mehr Nässe oder so. Ah, lol! Lol! Jetzt kommt hier so ganz viel Schaum, das sollte eigentlich schon das nächste Experiment sein. Freunde, das wollten wir gar nicht. Jo, guck mal, wie das aussieht. Immer mehr, Chrissy, wir brauchen noch mehr. Okay, mehr. Oh, hallo, oh Leute. Mein Gott. Das ist Schaumkunst. Guck hier. Ey, lol. Ja, guck hier. Ja, geil. Oh. Ey. Oh. Guck hier. Guck mal. Jo. Ey, da. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen mehr. Mehr Spülmittel. Oh, Freunde, also fürs nächste Erdbeerrutschen-Video wirst du auf jeden Fall, wie wir einen Schaum produzieren werden. Ja, zerplatzt mal so. Oh. Ey, das will ich nicht mehr. Ich kann Magier spielen. Ja, mach mal. Abracadabra, wie der Boss. Leute, wir haben uns jetzt doch dazu entschieden, dass wir das Ganze auf morgen verschieben, also das letzte Experiment, wo wir nochmal unser ganzes Eis verbraten und das dann in irgendwie riesen Schüssel reinmachen oder so und dass es dann eine richtig krasse Explosion gibt. Vor allem, wir haben noch nicht mal die Hälfte verbraten. Ja, ist echt so. Da ist noch so viel drin, also ich würde sagen, das verschieben wir auf morgen früh und dann sehen wir uns morgen wieder. Oh, Leute, ich bin gerade auf dem Stift gelandet. Vor allem auf dem Stift und nicht auf dem Ass. Oh, bester Schauspieler ever. So, Leute, das ist mein neues Halloween-Kostüm. Das habe ich mir vor ein paar Tagen gebaut, aber ich finde, das sieht mega echt aus. Guten Morgen, Leute. Ich würde sagen, neuer Tag, neues Glück. Wir haben gestern nicht mehr weitergemacht, weil man das nicht mehr so gut gesehen hat im Dunkeln. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem allerletzten Experiment, denn wir haben doch noch ein bisschen Eis drin und wir werden jetzt alles, wirklich komplett alles verballern, in die rote Küste reinmachen, dann noch ein bisschen heißes Wasser drauf, also eigentlich richtig fett. Und dann springt einer, oder wir beide, vielleicht haben wir es ja sogar, das hält ja ein bisschen an, und wir beide springen dann von oben runter. Mal gucken, was das für einen Effekt gibt, ne? Ich bin echt gespannt. Ja. Wer fängt an? Soll ich zuerst runterspringen? Du darfst, ja. Ah, Ehrenmann, okay. Okay, Leute, okay. Los geht's. Warte, ich sag Bescheid dann. Dann ruhig jetzt mal alles rein. Aufpassen. Alles, komplett alles. Ja, jawohl! Oh mein Gott! Ist das geil, Leute? Warte, spring rein! Oha. Oder nee, Junge, gönn dir das! Yo. Gönn dir das! Oha, wie krass! Das ist echt krass! Oha.
geworden? Ja, oh. Aber ist ja nicht schlimm. Leute, das war's auf jeden Fall schon wieder mit diesem Video. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Also ich muss sagen, das war echt ein krasses Experiment. Genau. Ich habe noch nie was mit Trockeneis gemacht. Ich habe immer nur so ein paar YouTube-Videos gesehen und so. Und ich wollte das auf jeden Fall auch mal selber machen. Und ich würde sagen, war geil, ne? Also ich fand's richtig krass. Ich habe ja auch noch nie Trockeneis gesehen. Ich fand's auch echt krass, wie doll der Nebel wirklich ist. Ja, ich würde sagen, das können wir auf jeden Fall nochmal machen. Also auch wenn ihr da Bock habt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt, dass wir das nochmal machen. Oder auch andere Experimente auf dem Trampolin. Ja, genau. Gibt's noch was zu sagen? Achso, und genau. Abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Genau. Und Freunde, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass wir eigentlich eine Challenge diese Woche machen wollten. Aber wir haben es dann doch nicht gemacht, weil ich halt so Bock hatte auf dieses Experiment. Ja. Wahrscheinlich wird es dann diese Challenge nächste Woche geben mit dem neuen Trampolin. Und das wird auf jeden Fall auch wieder richtig fett. Also einschalten, nicht vergessen. Ja. Und dann würden wir schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.